Ein von Feindschaft zerrütteter Ort in Aserbaidschan. Eine ganze Stadt war gezwungen, die Häuser zu verlassen. Eine einst sozialistische Fabrik in Estland, gegründet von einem Kapitalisten. Er wurde als der Rockefeller Europas bezeichnet. Eine sizilianische Utopie, infiltriert von der Mafia. Tod, Zerstörung, organisiertes Verbrechen und Korruption. Erschütternd, was die Menschen hier durchgemacht haben. Ein Schloss, erbaut im mittleren Westen der USA. Dieses alteuropäisch wirkende Schloss wurde als Keimzelle des Verderbens zum Sündenpfuhl. Verfallene Relikte, Ruinen einer verlorenen Welt. Rätselhafte Orte, deren Geheimnisse darauf warten, gelüftet zu werden. Im Schatten des Kaukasusgebirges in Aserbaidschan liegt eine Geisterstadt. Inmitten von grünen Bäumen stehen hunderte von Gebäuden. Die sind aber bis auf ihre Fassaden zerstört. Es sieht unheimlich aus, wie in einem Katastrophenfilm. Die Straßen sind menschenleer. Niemand ist zu sehen. Nur ein Gebäude steht noch. Die Moschee gibt einen Hinweis auf die Geschichte des Ortes. Ein unerwarteter Fund ist ein weiterer Schlüssel. Inmitten dieser Trümmer findet sich ein wunderschönes Wandbild. Es könnte eine Wiederbelebung dieser Stadt andeuten. Dies ist Akdam. Welche Katastrophe hat diese einst lebhafte Stadt heimgesucht und über eine halbe Million Einwohner aus der Gegend vertrieben? Die Region Bergkarabach ist schwer zugänglich. Kriegsberichterstatter Emin Ibrahimov kennt die Gefahren. Im Oktober 2020 berichtete ich über den Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach. Mit meiner Dashcam konnte ich zum Glück alles aufzeichnen. Eines Tages fuhr ich in ein Dorf, das gerade erst befreit worden war. Es sollte ein Exklusivbericht werden. Ich sollte der erste Journalist vor Ort sein. Also stieg ich in mein Auto. Auf dem Weg sah ich ein Geschoss an mir vorbeifliegen. Es verfehlte mein Wagen nur knapp. Ich spürte den Einschlag, die Schockwelle direkt hinter mir. Ibrahimov wird in einen Krieg verwickelt, der über Jahrhunderte immer wieder aufgeflammt ist. Ich merkte dann, dass ich angegriffen wurde. Sofort schossen mir Fragen in den Kopf. Wie lange wird der Schütze brauchen, um nachzuladen und wieder zu feuern? Ich habe Gas gegeben, um so schnell wie möglich zu fahren, ohne dabei die Kontrolle über das Auto zu verlieren. Dann erinnere ich mich, dass ich 30 Sekunden später schon in der Stadt war. Ich habe Deckung gefunden und bin ausgestiegen. Dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen war. Ibrahimov wird die Stelle nie vergessen, an der er fast sein Leben verloren hätte. Hier ist es passiert. Die Rakete wurde von dem Hügel abgefeuert. Diese magnetischen Aufkleber mit dem Logo meines Senders waren auf beiden Seiten des Autos angebracht. Die Druckwelle hat sie weggeblasen. Es ist schockierend, wie knapp er dem Anschlag entkommen ist. Das zeigt, wie gefährlich diese Gegend für ganz normale Leute ist. Die Grenzregion Bergkarabach steht im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Allein in den letzten 3 Jahrzehnten hat der Konflikt Zehntausende Menschen das Leben gekostet. Über diesen Konflikt wurde weniger berichtet als über Konflikte in anderen Regionen. Die meisten Menschen im Westen kennen weder die Gegend noch die 2 Bevölkerungsgruppen, die sich seit langem bekämpfen. In blutigen Kriegen Anfang der 1990er und 2020 werden ganze Städte ausgelöscht. 2023 erlangt Aserbaidschan Kontrolle über ganz Bergkarabach. Heute kann man wegen der Minengefahr nur noch auf den Hauptstraßen fahren. Wenn man die Hauptstraße verlassen will, muss man das Gebiet vorher von Minenräumern überprüfen lassen. Früher liegen in dieser Region 100.000 Minen. Wir sind auf dem Hauptplatz, dem beliebtesten Ort der Stadt. Hinter mir war das Rathaus. Das hier ist noch vom Theater übrig. Es wurde in den 50er Jahren gebaut und war das kulturelle Zentrum der Region. Man glaubt kaum, dass dies einmal eine blühende Stadt war. Die Menschen führten hier ein normales Leben. Inmitten der Trümmer würdigt ein Kunstwerk die ehemaligen Bewohner. Das Wandbild zeigt 3 Aspekte der Kultur Aserbaidschans. Die Frau hält ein Tablett, das den Nowruz darstellt, einen wichtigen Feiertag. Ein Musiker hält die Saz, eine Laute. Die Frau trägt einen Kelagai, einen Seidenschal. Alle 3 Symbole gehören zum Weltkulturerbe, das von der UNESCO geschützt wird. Von der kulturellen Bedeutung Aqdams ist nicht mehr viel sichtbar. Aqdam war für diese Gegend eine sehr moderne und fortschrittliche Stadt. Jeder Mensch aus dem Westen hätte sich hier sofort zu Hause gefühlt, wenn er in die Cafés gegangen wäre. All das wurde in kurzer Zeit zunichte gemacht. Das Wandbild schmückte ein einst berühmtes Museum. Das hinter mir war ein Brotmuseum mit über 1500 Ausstellungsstücken. Das Interessanteste, ein Stück Brot, das Astronauten in den Weltraum mitgenommen und zurückgebracht hatten. 1992 wurde das Gebäude beschossen. Es gibt nur noch 3 Wände. Über 70 Jahre lang stehen Aqdam und die Region Bergkarabach unter sowjetischer Kontrolle. Bis 1991. Während der Sowjetära war Bergkarabach als autonome Oblast Teil der Sowjetrepublik Aserbaidschan. 77% der Bevölkerung waren aber Armenier. Die wollten natürlich, dass die Kontrolle über das Gebiet an die Sowjetrepublik Armenien übergeht. Die UdSSR konnte für eine Weile einen Frieden in dieser zerrissenen Region durchsetzen. Doch die Spannungen wachsen, als die Sowjetunion zu bröckeln beginnt. Das ist häufig zu beobachten, wenn eine Supermacht ethnische Gruppen kontrolliert und eine Scheinharmonie schafft. Wenn sich diese Supermacht zurückzieht, flammen alte Spannungen und Konflikte sofort wieder auf. Aqdam ist ein Brennpunkt in den Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan. 1993 war Armenien überzeugt, dass Aserbaidschan angreifen würde und reagierte schnell. Tausende von armenischen Soldaten zogen durch Aqdam und beschossen die Stadt. Die kleine aserbaidschanische Armee hatte keine Chance. Für die Bewohner war diese blutige Schlacht gefährlich und herzzerreißend. 40.000 Einwohner der Stadt und 500.000 Aserbaidschaner in der Region mussten ihre Häuser verlassen. Nicht nur der Beschuss der Stadt kostet Zivilisten das Leben. Einige Bewohner flüchteten in die nahegelegenen Wälder, um sich in Sicherheit zu bringen. Viele erfroren im strengen Winter. 1994 hatte Armenien die Region einschließlich der Stadt Aqdam erobert.
Ein einziges Gebäude übersteht die schweren Kämpfe. Eine in den 1870er Jahren gebaute Moschee blieb erhalten. Die Armenier nutzten sie als Beobachtungsturm, als Scheune und als Artillerieleitstelle. Seit die Armenier Akdam unter ihre Kontrolle gebracht haben, beobachten die Aserbaidschaner die Stadt streng. Auch wenn sie seit 25 Jahren verlassen ist. Die aserbaidschanische Armee wollte Gebiete zurückerobern, die das Land in den 1990ern verloren hatte. So flammte der Konflikt 2020 wieder auf. Der Rest der Welt beschäftigte sich mit der Covid-Pandemie. In Bergkarabach tobte ein neuer Krieg, der 44 Tage andauerte. Dieser Konflikt gilt seither als bedeutendes Ereignis der Militärgeschichte. Er wurde als erster Krieg der Geschichte bewertet, in dem Drohnen eine entscheidende Rolle spielten. Aserbaidschans Drohnenangriff führt zu einem Sieg. Im November 2020 ist Akdam wieder in der Hand Aserbaidschans. Die Waffen verstummten, aber für die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten ist es bis heute schwierig. Einige Aserbaidschaner können nicht in ihre Häuser zurück. Auch Armenier mussten erneut umsiedeln. Akdam ist nach wie vor baufällig. Etwas hat den Konflikt überlebt und spendet Hoffnung. Von Akdam ist kaum etwas übrig geblieben. Eine Sache ist aber noch sehr lebendig: die Fußballmannschaft der Stadt. Sie spielt in den aserbaidschanischen Fußballligen, ist aber jetzt ansässig in der Hauptstadt Baku. Das Team ist noch immer mit Akdam verbunden. Es besteht also Hoffnung, dass diese Stadt wieder zum Leben erwachen wird. Die Sportler können hoffen, wieder in Akdam zu spielen. Die Regierung plant, aus der Geisterstadt eine moderne Metropole zu machen. Der Masterplan für ein neues Akdam wurde im Mai 2021 genehmigt. Die neue, alte Stadt soll 100.000 Einwohner zählen. Am Rande des Zentrums von Kansas City in Missouri steht ein besonderes Bauwerk. Es wirkt fehl am Platz. Die Stadt ist eine moderne Metropole mit großartigem Jazz und noch besserem Barbecue. Und dann steht am Rande dieses Ortes im Mittleren Westen ein Schloss, das aus dem 17. Jahrhundert zu stammen scheint. Es wirkt fehl am Platz. Es liegt auf dem falschen Kontinent und in der falschen Zeit. Diese Burg steht nicht in den schottischen Mooren, sondern in Kansas City, Missouri. Im Inneren lassen moderne Elemente das wahre Alter der Steinfestung erahnen. Man meint, sie sei hunderte Jahre alt. Dann sieht man die Stahlträger, die Teile davon stützen. Sie weisen darauf hin, dass das Gebäude etwas jünger ist als eine schottische Burg. Die Überreste geben Aufschluss über den ursprünglichen Zweck des Gebäudes. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt und an den Wänden ist Graffiti. Aus den Ruinen wachsen Bäume und es gibt kein Dach. Das Gebäude muss schon lange leer stehen. Es gibt an diesem Ort kein Anzeichen menschlichen Lebens. Die Graffiti, die Symbole und Zeichen belegen aber, dass sie einmal Menschen waren. Wer waren sie? Projektentwickler Viewweiser Dixon haucht diesem Gebäude wieder Leben ein. Ich bin hier aufgewachsen und hatte als Kind immer etwas Angst vor diesem Gebäude. Hier wurden die bösen Jungs festgehalten.
Dixon ist der derzeitige Eigentümer. Doch das Gebäude stand schon leer, als er noch ein Kind war. Freunde von mir sind oft hier hingegangen. Sie kamen mit coolen Geschichten zurück. Sie sagten, das Gebäude sei verflucht, solche Sachen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Junge, da willst du nicht hingehen. Die Ursprünge des bizarren Schlosses gehen auf eine geografische Eigenart von Kansas City zurück. Und in eine Zeit, in der Alkohol als Plage Amerikas angesehen wird. Seit dem späten 19. Jahrhundert gibt es zwei Kansas Cities, die durch den Missouri River getrennt sind. Kansas City, Missouri und Kansas City, Kansas. Kansas City in Kansas verbot Alkohol schon 1881, 40 Jahre bevor ein solches Gesetz für die gesamten USA in Kraft trat. Kansas City in Missouri wurde deshalb zu einem beliebten Ausflugsort für alle, die sich amüsieren wollten. Es lag gleich nebenan und dort gab es Bars, Bordelle und andere Orte, um sich zu vergnügen. Die Menschen kamen von überall her. Die Leute trieben sich herum und bekamen Ärger mit der Polizei. Allmählich ruinierte das den Ruf von Kansas City. Durch diesen Wandel wurde die Stadt zu einem Zentrum für Kriminelle und Landstreicher. Die Behörden verfügten damals nicht über die notwendigen Mittel, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Kriminalitätsrate steigt derart stark an, dass die Polizei keine Möglichkeit hat, alle Betrunkenen und Herumtreiber unterzubringen. Das Arbeitshaus von Kansas City entsteht. 1897 öffnen seine Türen. Dies war der Vordereingang. Männer und Frauen gingen hier rein und kamen sofort zur Verwaltung. In diesem ganzen Bereich brachten sie ungefähr 100 Männer unter. Es war kein Gefängnis, sondern ein Arbeitshaus. Das Konzept war so: Kleinkriminelle und Obdachlose kamen hierher, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. So konnten sie sich ihren Weg zurück in die Gesellschaft erarbeiten. Doch die Arbeit im Kansas City Workhouse war hart. Wenn man auf dem Boden lag, konnte man hierher gehen, um wieder auf die Beine zu kommen. Es gab gute Programme für Männer und Frauen, die eine Chance brauchten. Manchmal hatten diese Arbeiten einen echten Nutzen und waren für die Gefängnisleitung von großem Wert. Andere Arbeiten, die hier verrichtet wurden, waren nicht mehr als reine Beschäftigungstherapie. Das Gebäude wurde von den Insassen errichtet. Sie waren aneinander gekettet und haben so den ganzen gelben Kalkstein selbst abgebaut. Er wurde auch für andere Konstruktionen in Kansas City genutzt. Es war also wirklich harte Arbeit. Doch warum sieht eine Einrichtung für die Unterbringung von Kleinkriminellen aus wie eine mittelalterliche Burg? Eigentlich ist das City Workhouse Castle ein Widerspruch in sich. Ein Arbeitshaus ist ein Ort für Kriminelle oder Mittellose. In Schlössern tummelt sich normalerweise die Aristokratie. Hier in Kansas City hat man es also genau andersrum gemacht. In Kansas City des späten 19. Jahrhunderts hatte man die Tendenz, sich auf alte europäische Architektur zu besinnen. Es war eine Romantisierung. Als man dieses Gebäude geplant hat, fragte man sich, was ist europäischer als ein Schloss? Das Arbeitshaus orientiert sich am Ideal der Rehabilitation. Seine Insassen sollen einen Weg zurück in die Gesellschaft finden. Doch jedes Fehlverhalten wird streng bestraft. Wenn man sich daneben benommen hat, wurde man sofort in Einzelhaft gesteckt. Es gab hier echte Gefängnisgitter.
Die sieht man heute noch. Ich denke, hinter denen musste man bleiben, wenn man sich falsch verhalten hat. Ich möchte nicht in so eine Zelle gesteckt werden. Wenn man die Tür schließt, ist man ganz allein da drin. Es dauert nicht lange und es entstehen erste Kontroversen um das Arbeitshaus. Arbeitshäuser waren geschaffen worden, um ordnungswidriges Verhalten zu verhindern. Stattdessen wurden sie zum Sündenpfuhl. Die Leiter sollen den Gefangenen helfen. Doch unter ihnen verwandelt sich das Gebäude zu einer Lasterhöhle. Der Leiter des Arbeitshauses war ein Mann namens Patrick O'Hearn. Er war besonders korrupt und führte kein strenges Regiment. Viele illegale Aktivitäten hatten hier wohl ihren Ursprung. Wenn man gute Beziehungen hatte oder ein großer Gangster war, konnte man alles Mögliche bekommen, auch Drogen und Frauen. Es war keine gute Umgebung, um Kleinkriminelle, Alkoholiker oder Obdachlose zu rehabilitieren. Es war schmutzig, das Essen war schlecht, Drogen und Alkohol waren leicht verfügbar. Als soziales Experiment war diese Form der Rehabilitation kein Erfolg. Die Lage war so schlimm, dass der Bürgermeister von Kansas City 1909 eine Untersuchung eröffnete. Danach wurde der Leiter sehr schnell entlassen. 2 Jahre später werden die männlichen Häftlinge in ein neu errichtetes Arbeitshaus in wenigen Kilometern Entfernung verlegt. Die weiblichen Gefangenen bleiben. Doch es ist der Anfang vom Ende für die Besserungsanstalt. Trotz der Veränderungen nach 1909 verbesserte sich die Situation kaum. 1924 wurde das Arbeitshaus vollständig geschlossen. Die Insassen wurden an andere Orte gebracht. Wie bei vielen ehemaligen Gefängnissen und Arbeitshäusern fand man erst eine anderweitige Verwendung für das Gebäude. Es wurde als Lager genutzt, dann als Ausbildungsstätte für die Marines. In den 1970ern wurde es dann ganz aufgegeben. Das Schloss stand Jahrzehnte leer. Es wurde ein schrecklicher Ort, voller Graffiti und zerbrochener Fenster. Es gab eine ganze Menge Ärger. Dann schaltet sich Viewweiser Dixon ein. Er hat große Pläne für eine Umgestaltung des Schlosses. Auf dem Gelände will er Wohnungen bauen, um Einwohnern neue Möglichkeiten zu geben. Wir wollen dieses Gebäude in ein Boutique-Hotel umwandeln. Man kann hier ganz besondere Erlebnisse haben. Ich verwalte das Grundstück, das wir das gelobte Land nennen. An diesem Ort sollen Unternehmer leben, arbeiten und sich amüsieren können. Im Tal des Belice auf Sizilien liegen die Spuren architektonisch kühner Entwürfe. Es wirkt, als wäre das ganze Dorf plötzlich in die Landschaft geworfen worden. Die Winkel sind überraschend, auffallend modernistisch. Der Ort ist nicht vollständig leer, nur fast. Wenige Kilometer weiter nördlich liegt eine weitere Ruine am Hang. Diese engen, verwinkelten Gassen und die jetzt verfallene Kirche gehörten zu einer traditionellen sizilianischen Stadt. Als wäre eine Bombe explodiert. Hier gibt es kein Leben. Nur manchmal Hunde, die durch die Straßen streunen. Die zwei unterschiedlichen Städte tragen denselben Namen. Sie müssen miteinander verbunden sein, aber wie? Alles begann mit einer unvermeidlichen Tragödie und endete mit etwas noch Heimtückischerem. Girolamo Cangelossi lebt seit der Gründung von Poggio Reale in der Stadt. Seit 4 Jahren ist er Bürgermeister.
Dieser Platz wurde von dem Architekten Paolo Portoghesi entworfen. Manchmal wurde er für Auftritte sizilianischer Theatergruppen genutzt. Mit ihm wurde sizilianische Kultur gefördert. Die Gemeinschaft von Poggio Reale sollte hier zusammengebracht werden. Die Vision für den zentralen Platz ist Teil eines ehrgeizigen Plans für die gesamte Stadt. Statt dichter Bebauung und enger Straßen sollte es breite Alleen und offene Gemeinschaftsflächen geben. Die kreisförmigen Straßen waren die Kerne der Stadt. In jeder sollte ein bedeutendes Gebäude stehen. Öffentliche Dienstleistungen und Einrichtungen sollten leichter zugänglich sein und allen Einwohnern zur Verfügung stehen. Die Hoffnung war, all diese Ideen würden zusammenwirken, um die Bewohner in die moderne Welt zu bringen. Die Idee dahinter war nicht schlecht. Aber sie hat nicht funktioniert, wie man sehen kann. Wie ist diese einst starke Vision verblasst? Die Geschichte beginnt mit der Ruine 3 Kilometer nördlich. Hier liegt die ursprüngliche Stadt Poggio Reale. Calogero Petralia wurde hier in den 1950er Jahren geboren. Er verbrachte seine Kindheit in dieser belebten Stadt. Das war die Grundschule. Und in der Nähe der Schule lag das Stadttheater. Da haben wir auch Karneval gefeiert. Das einstige Herz der Stadt ist nun für die Öffentlichkeit gesperrt. Wir können nicht weitergehen, weil es zu gefährlich ist. Die Wände sehen aus, als könnten sie jeden Moment einstürzen. Genau wie die Böden. Heute ist es eine Todesfalle. Die Zerstörung beginnt am 14. Januar 1968. Mittags ging es los. Wir wollten gerade essen, als der Tisch plötzlich zitterte. Die Gläser wackelten. Die Älteren schrien, es ist ein Erdbeben, es ist ein Erdbeben. Wir haben uns beeilt, die Stadt zu verlassen. Das stärkste Beben folgt am Abend. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits viele Einwohner geflohen. Wir warteten die Nacht ab und machten ein Lagerfeuer. Einige umarmten ihre Mütter, andere ihre Väter. Wir hatten große Angst. Niemand wusste, was los war. Am nächsten Morgen haben wir versucht, den Schaden zu begutachten. Ganze Häuser sind eingestürzt. In kürzester Zeit war die Stadt zerstört. 3 Menschen verlieren ihr Leben. Für Poggio Reale ist dies erst der Anfang eines langen Leids. Tod, Zerstörung, organisiertes Verbrechen und Korruption. Erschütternd, was diese Menschen durchgemacht haben. Mit dem Ende des Erdbebens hören die Gefahren nicht auf. Die Folgen können verheerend sein. Die gesamte Bevölkerung der Stadt wird über Nacht obdachlos. Die Hilfsmaßnahmen der Regierung sind langsam, unorganisiert und unterfinanziert. Nach einiger Zeit wurden für die Bewohner provisorische Unterkünfte eingerichtet, Zelte und Fertigbaubaracken. Die Regierung entwickelt einen Plan, die Opfer des Erdbebens dauerhaft unterzubringen. In einer neuen Stadt am Fuße des Hügels. Es ist unvorstellbar, wie lange die Umsetzung gedauert hat. Bis 1976 wurde kein einziges Haus gebaut, 8 Jahre nach dem Erdbeben. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Korruption. Anscheinend floss das für den Aufbau vorgesehene Geld in die Taschen von Politikern und Mafiosi. Die ersten Bewohner ziehen 1982 in die neue Stadt, 14 Jahre nach dem Erdbeben.
Girolamo Cangelossi gehört zu ihnen. Für mich war es wie eine Wiedergeburt. Unsere Zimmer waren größer und jeder hatte jetzt sein eigenes. In den Baracken hatten wir alle zusammen in einem überfüllten Raum geschlafen. Die Architekten wollen alle Menschen unterbringen und eine soziale Vision verwirklichen. Das futuristische Design der Stadt sollte die Bewohner in die moderne Welt einführen. Der Traum kann nicht verwirklicht werden. Die Menschen brauchten etwas ganz anderes als das, was umgesetzt wurde. Die Menschen wollten, dass in die Wirtschaft investiert wird. Sie brauchten Arbeitsplätze. Stattdessen ist Geld in eine Stadt als Kunstwerk geflossen. In den 1990ern sind die Arbeiten im neuen Poggio Reale abgeschlossen. Für den Wiederaufbau der gesamten Region gibt die italienische Regierung umgerechnet mehrere Millionen Euro aus. Es gab Wohnraum für 10.000 Menschen, aber nur ein kleiner Bruchteil davon zog dorthin. Viele Bewohner der alten Stadt sind nie in die neue Stadt gekommen. Die Wartezeit war zu lang. Sie haben sich entschlossen, woanders hinzuziehen. Seitdem hat sich die Situation in Poggio Reale kaum verbessert. Häuser werden für Taschengeld verkauft. Wer will schon in einer sterbenden, trostlosen Stadt leben? Girolamo Cangelossi will die Lage verbessern. Ich habe damals für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, weil ich meiner Stadt zuverlässige Dienste erweisen wollte. Das alte Poggio Reale hat neue Popularität erfahren. Für die neue Stadt hatte man zwar große Visionen, aber heute ist die alte Stadt viel attraktiver. Jedes Jahr reisen tausende Touristen an, um einen Blick auf die kaputten Straßen und verfallenen Häuser zu werfen. In Estland steht ein Ziegelsteinkomplex, der deplatziert wirkt. Er ist riesig. Dazugehörende Gebäude sind über die ganze Insel verteilt. Sie reichen bis zum Ufer. An einem klaren Tag dringen Sonnenstrahlen durch die großen Fenster. Es gibt riesige leere Räume mit bröckligen Säulen. Diese stillen Hallen täuschen über eine bewegte Geschichte hinweg. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren brutal. Leichen wurden über die Straßen getragen. Was sich hier zutrug, scheint für Estland undenkbar. Dieses Bauwerk wurde einst als ein Stück England auf russischem Boden bezeichnet. Aber warum England? Die Samen für eine Revolution werden hier gelegt, auf der Insel Krenholm. Sie teilt den Fluss Narva, durch dessen östlichen Arm die estnisch-russische Grenze verläuft. Ein Teil des Komplexes befindet sich in Estland, der andere in Russland. Mardis Tuder ist Denkmalpfleger. Er untersucht die Ursprünge des Gebäudes. Die Architektur erinnert an England. Man kann den englischen Geist wirklich spüren. Gebaut wird es in den 1850er Jahren. Zu jener Zeit stehen im englischen Norden zahlreiche ähnliche Gebäude, errichtet für die Baumwollspinnerei. Hervorgegangen waren sie aus der industriellen Revolution. Doch die erreicht das Russische Reich erst später. Krenholm kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Im Jahr 1856 kaufte Baron Ludwig Knob die Insel.
Er war ein wohlhabender deutscher Kaufmann und bekannt als Rockefeller Europas. In Russland, England und den Vereinigten Staaten ließ er 200 Baumwollspinnereien bauen. Krähenholm wird seine Krönung. Der Fabrikkomplex auf Krähenholm wird zu einem Zweck gebaut: zur Verarbeitung von Baumwolle. Krähenholm war die modernste Textilfabrik des Russischen Reiches und die größte Europas. Zu ihren Spitzenzeiten lagerten in dieser Fabrik fast eine 500.000 Spindeln. Das waren 10% der gesamten Baumwolltuchproduktion des Russischen Reiches. Knob lebte und arbeitete in Großbritannien. Was er dort sah, inspirierte ihn. Er stattet seine neue Fabrik mit modernster Technik aus. Er kaufte die meisten Maschinen aus England und Deutschland. Sie waren modern und ziemlich innovativ. Für die damalige Zeit war Knobs Herangehensweise sehr fortschrittlich. Moderne Technik wird nicht nur für das Baumwollspinnen eingesetzt. Die Räume wurden mit heißem Wasser und Dampf beheizt. Es gab eine Gasbeleuchtung und ein Belüftungssystem. Bis 1889 wurde sogar ein Telefonsystem installiert. Immer mehr Menschen finden in der Fabrik Arbeit. Der Komplex wächst und Krähenholm wird zu einer eigenständigen Stadt. Krähenholm hatte eigene Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Bäckereien. Die Insel hatte sogar ihre eigene Währung. Krähenholm war mehr als nur eine Fabrik. Die Insel fungierte wie ein Stadtstaat. Doch das Leben ist hier nicht einfach. Die Arbeiter waren mit den Bedingungen und niedrigen Löhnen unzufrieden. Einige Vorgesetzte behandelten sie schlecht. Die Arbeiter setzten sich für bessere Bedingungen ein. So begannen die ersten Proteste. Krähenholm bietet einen fruchtbaren Boden für eine Revolution. Das Russische Reich war eines der letzten europäischen Länder, das sich industrialisiert hat. Das geschah schnell und in großem Maßstab. Da wundert es nicht, dass es Probleme mit den Arbeitsbedingungen gab. Krähenholm setzte zusätzlich auf Kinderarbeiter aus einem Waisenhaus in St. Petersburg. In der Blütezeit war es keine angenehme Arbeit. Die Bedingungen waren brutal. Die meisten Arbeiter kamen aus estnischen Dörfern. Die Temperaturen, die Erschütterungen, der Lärm und der Staub machten die Arbeit in der Fabrik besonders hart. Am schlimmsten war der Staub. Es war gefährlich. Die Arbeiter im feudalen Russischen Reich stellen das System zunächst nicht in Frage. Doch auf Krähenholm wachsen die Spannungen. Die Unruhen werden angeheizt, als eine Krankheit ausbricht. In 1872 brach in Estland eine verheerende Cholera-Epidemie aus. Viele Arbeiter auf Krähenholm erkrankten. Etwa 400 von ihnen starben. Die Leichen wurden vor den Augen der Fabrikarbeiter durch Krähenholm getragen, die sich vielleicht gefragt haben, ob sie die nächsten Opfer sein werden. Die Arbeiter hatten Angst, sich anzustecken. Sie wollten Krähenholm verlassen, weil die Fabrikanlagen der perfekte Nährboden für die Ausbreitung der Krankheit waren. Aber ihre Vorgesetzten schenkten ihren Bitten keine Aufmerksamkeit. Die Situation ist verzweifelt. Um sich nicht mit Cholera anzustecken, arbeiteten die Menschen bei offenen Fenstern. Aber es wurde so kalt, dass sie kaum arbeiten konnten. Im August 1872 haben sie genug. Sie beschließen zu streiken. Die Fabrikleiter setzen die werksinterne Polizei ein. Es kommt zu einem Aufstand. Die Konfrontation zwischen Fabrikanten und Arbeitern wurde gewalttätig.
Die Armee wurde hinzugezogen, um die Lage zu beruhigen. Es soll damals der größte Protest in Russland gewesen sein. Die herbeigerufenen Truppen wurden von den Arbeitern mit Steinen beworfen. Die Epidemie löste die schwersten Arbeiterunruhen aus, die der russische Teil Estlands je erlebt hatte. Die Unruhen können beendet werden. Die Arbeit geht weiter. Um die Jahrhundertwende wurde der 8-Stunden-Tag eingeführt. Die Arbeit wurde ein wenig einfacher und das Unternehmen florierte. Doch im Russischen Reich brodelt es. Der Protest auf Krenholm inspirierte Arbeiter in anderen Industriestädten, sogar in St. Petersburg. Die Angestellten wurden mutiger. Sie begannen, Forderungen an ihre Vorgesetzten und die Regierung zu stellen. Die Unruhen im Russischen Reich führen schließlich 1917 zur Russischen Revolution. Sie markierten nicht nur das Ende des Russischen Reichs, sondern hat weitreichende Konsequenzen für Europa. Estland wird unabhängig von Russland. Trotzdem wird in den Baumwollfabriken auf Krenholm weiter produziert. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges beschäftigte die Fabrik 10.000 Menschen. Es wurden 17,5 Tonnen Garn produziert und fast 75.000 Kilometer Stoff pro Jahr. 1940 wird Estland Teil der Sowjetunion. In den 70er Jahren florierte das Unternehmen. Das Werk umfasste eine Fläche von 32.000 Hektar und beschäftigte 12.000 Menschen. 1991 erklärte sich Estland für unabhängig. Krenholm wurde privatisiert, aber die Firma machte Minus. Die Zahl der Beschäftigten ging zurück. 2010 meldete das Unternehmen Konkurs an. Dies ist die letzte Maschine. Alle anderen wurden verschrottet, nachdem die Fabrik geschlossen wurde. Nur diese hier blieb verschont. Die Fabrik auf Krenholm ist in die Geschichte eingegangen. Die Arbeitsbedingungen und die Geschwindigkeit der Industrialisierung bildeten die perfekte Mischung für eine politische Radikalisierung. Die Ursprünge dieser Entwicklung sind auf die Ereignisse auf Krenholm zurückzuführen.